Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Splinter Cell. Und ja, bevor wir loslegen, ich habe jetzt etwas rumgebastelt. Habe es jetzt geschafft, dass OBS nicht rumzickt. Zumindest nicht in einer gewissen Art und Weise. Ich spiele jetzt das Spiel quasi auf nicht auf Vollscreen, sondern auf Fenstermodus. OBS habe ich dementsprechend angepasst. Ich hoffe, das sieht dementsprechend auch gut aus. Das einzigste Problem, was es immer noch gibt, ist, wenn ich ein Video starte, wird dieses Video oben links, ne, wie ihr es vermutlich schon in der ersten Folge gesehen habt, wie gesagt, das, die erste Folge war erstmal zum Reinkommen, wird leider trotzdem verkleinert, sprich ich kann das auch nicht irgendwie vergrößern, also ihr müsst das quasi wirklich in diesem kleinen Fenster dann sehen. Ich hoffe, es ist okay. Das einzig Gute ist jetzt allerdings, OBS wechselt nicht mehr von Bildschirm A zu Bildschirm B oder andersrum, ne? Ihr wisst, wie es ist. Und ja, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Genau, wie gesagt, es wechselt nicht mehr von Bildschirm A zu Bildschirm B und hin und her. Sprich, ich kann jetzt quasi alles genau sehen, ohne dass ich dann jedes Mal OBS verschieben muss, wie in der ersten Folge. Und ja, was ist in der letzten Folge passiert? Wir gehen erstmal auf Missionen. Genau, Profil haben wir hier. Level. Wir haben das Polizeirevier erfolgreich beendet. Und können jetzt zum Verteidigungsministerium. Ne? Wir haben uns quasi kennengelernt. Wir sind Sam Fischer, ein Agent, der quasi für eine Organisation arbeitet, die sich frisch neu gegründet hat mit dem Namen Third Echelon. Eine Formation, die es so niemals geben wird, weil, ne, das alles geheim ist. Man kennt es, ne, Secrets und so. Und wir haben das Polizeirevier erfolgreich beendet, wo wir quasi herausfinden mussten, was mit gewissen Agenten passiert ist, weil wir uns quasi gegen den bösen Nikolaz durchsetzen müssen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal das Verteidigungsministerium. Schwierigkeitsgrad ist noch auf schwer, das ist perfekt. Und ich würde sagen, auf geht's. Sind Wegstationen des steten Aufstiegs der Wirtschaft Georgiens. Das Land, das früher eine zentrale Rolle in der Rüstungsindustrie der UdSSR spielte, ist wieder in den Reihen der großen Rüstungsexporteure vertreten. Verträge mit Russland, der Türkei, Deutschland und sogar hat den Bedarf für eine in dieser Zeit besonders wichtige, sichere Ölversorgung im Mittleren Osten hervorgehoben. Wirtschaftsministerin Moore sprach heute von den unglaublichen Ölvorkommen Aserbaidschans und rief amerikanische Investoren auf, Geld für die Erschließung dieser Vorkommen bereitzustellen. In vielen Aspekten ist er ein Produkt einer vergangenen Ära. Seine Ideale sind konservativ und seine politischen Überzeugungen stammen weitgehend aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und das disqualifiziert ihn als Politiker? Nein, nein, im Gegenteil. Nikolaze ist ein guter Politiker. Er hat für die Industrie Wunder vollbracht. Er ist ein brillanter Taktiker. Es ist mehr eine Frage der Ethik. Und ethisch gesehen? Nun. Ja, wie gesagt, ne? Das Bild hat sich kurz gewechselt. Aber wie gesagt, es ist nicht so schlimm, dass OBS jetzt, ne, geswitcht ist, sondern es passt 1:1. Ihr habt halt oben jetzt links das Video gehabt. Ich werde mal gucken, vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man die Videos irgendwie separat aus dem Ordner filtern kann, dass ich die dann vielleicht noch ins Video einbauen kann, sprich quasi die Stelle rausschneide und dann einfach das Video in Größenanpassung reinhauen kann. Aber erstmal gucken, ne? Auf jeden Fall, wir sind jetzt unterwegs und ich freue mich erstmal, dass alles läuft. Georgische Verteidigungsministerium Tiflis, Georgien. 16. Oktober 2004, 23:01 Uhr. Entschlüsseln Sie Nikolazes Geheimnis. Die CIA-Agenten mussten sterben, weil sie zu nah an Informationen waren. Die Präsident Kumbain Nikolaze schützen will. Vyacheslav Kringo, ein russischer Söldner, steht in enger Verbindung zu Nikolazes. Die beiden wollen sich im Verteidigungsministerium treffen. Ja, let's go. Herr
Ekelon hat eine positive ID deines Ziels von einer Sicherheitskamera. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es ein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Ach, sieht schon schön aus. Grim Stottier hat soeben den Grundriss des Ministeriums besorgt. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Du darfst keinen Alarm auslösen. Wir haben für diesen Einsatz immer noch keine Genehmigung von oberster Stelle. Ein Fehltritt und die Mission ist vorbei. Oh ja, das kann lustig werden. Ne? Wir kennen ja, wir haben ja bereits die letzte Mission sehr gut erfolgreich beendet. Lavis Lagringo, Nummernschild lautet, okay. Auto befindet sich in der Tiefgarage. Ostflüge, Mysterium infiltrieren, befragen Sie seinen Fahrer, wo sich Gringo aufhält. Gut, das haben wir bereits, die Daten. Ich werde jetzt nicht, wenn wir jetzt solche Sticks finden oder sowas, werde ich jetzt nicht das Ding groß durchlesen. Ne? Außer ihr wollt, dass ich das hier durchlese, dann könnt ihr es mir gerne in die Comments schreiben. Hier haben wir quasi, bewegen Sie die Maus im Rekorder. Genau, Aufzug, Abholpunkt, wo wir quasi am Ende dann hingehen können. Müssen und jetzt speichere ich erstmal, weil speichern wichtig, richtig, wichtig. So, machen wir mal so. Wunderbar, läuft alles. Und genau, unten der schwarze Balken, den ihr unten links, also mittig unten seht, den kann ich nicht wegmachen. Also da könnte ich, also das Bild kann ich da leider nicht so anpassen, dass unten der Balken da ist. Ja, also nicht wundern. Also ich selber habe den nicht, beziehungsweise dort, wo der schwarze Balken ist, ist meine Taskleiste. Und ja, nicht wundern, dass da ein schwarzer Balken ist. Ne? So, Abfahrt. Okay, es geht also nach unten. Ich muss sagen, ich habe es, wie gesagt, es ist schon Jahre her, dass ich die Splinter Cell-Teile gespielt habe. Und ich bin ein sehr großer Fan von den Teilen. Wirklich von allen Teilen bin ich großer Fan, auch wenn es am Ende irgendwann mal ein bisschen anders wurde. Aber damit werden auch die Teile mit einbezogen, die jetzt nicht im mit in dieser Box waren. Sprich, ihr wisst ja, wie viele Teile es insgesamt von Splinter Cell gibt. Und wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich auch alle Teile mitnehmen. Aber jetzt aktuell steht erstmal nur die, kann ich jetzt nicht runter? Sam, du musst da rein. Sam. Nein. Ich bin so gut, ne? Genau, wie gesagt, es werden Folgen, also alle Teile, wenn möglich, werde ich alle Teile mitnehmen. Aber aktuell sind es erstmal die ersten vier Teile. Irgendwas verkackt. Okay. Toll, super. Danke. Kamera, na toll. Ausfliege infiltrieren, das war easy peasy. Lemon Streezy. So, wo ist die Kamera? Oh shit. Ernsthaft? Okay, danke. Verdammt! Oh, ernsthaft? Nein. Ah, Scheibe. Okay. Das war best of fail moment Nummer 1. Fail Nummer 1. Okay. Das ist schade. So macht man das. Okay. So, zack. Und. Hui. Okay. Genau so. So wollte ich es haben. So schön. So ist fein, Sam. So machst du das gut. Guter Junge, Sam. So, der Typ kommt rein. Alles cool. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich diesen Typen befragen muss. Aber guckt euch das mal an. Ne? Ihr seht hier die Sequenz. Der Typ kommt. Da ist die Kamera. Kannst du probieren? Wer ist da? Oh, hat super geklappt. Geil. Okay.
Das zählt noch nicht als entdeckt zu sein. Hm? Noch ist alles cool. Und ich werde halt wirklich versuchen, so gut wie es geht, keinen Mist zu bauen. Also Mist bauen im Sinne von... Ja, das läuft doch wie geschmiert. Ich bin begeistert. So eine Scheibe aber auch. Ui. 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 Und? Ui. Na doch, perfekt. Voll reingekleidet in das Fenster. Besser geht's gar nicht. So. Okay. Ich würde gerne den Typ... Ah, warte mal, den könnte ich doch von da ausschalten, ne? Ich speichere nochmal kurz. Für alle Fälle, weil... Hey, geht das? Nein. So. Okay, wir warten. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Da ist ja Bücherregal. Hahaha. Haha. Kann ich ihn von... Da? Nein. Nein. Ah, ich hätte ihn fast... Ah, Mann. Ihr habt's gesehen. Ich hätte ihn fast gehabt. Das gilt nicht. Was ist hier los? Ernsthaft. Er hat mich doch gar nicht gesehen. Warum erwischt er mich? Jawohl, geht doch. So. Du bist ruhig, Junge. Du bist ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Gut. Okay. Perfekt. Okay, wunderbar. Kamera können wir ausschalten. So. Gut. Erstmal ein bisschen zocken. Okay, Informationen. Speicherstick genommen. Okay. Speicherstick, die Lösung, um nicht in das Lasernetz zu stolpern, ist, sich von dem verdammten Hof fernzuhalten. Punkt, okay, theoretisch würden die richtigen wärmeoptischen Kalibrierungen einen in die Lage versetzen, die Laser zu sehen. Aber bitte probier hier nichts, was uns in Schwierigkeiten bringt. Okay, cool. Also Wärmesignaturen könnten wir quasi machen, haben aber noch kein, also wir haben Wärmegerät. Können wir hier irgendwas machen? Hallo. Ach doch, wir sehen schon hier unten dein Lasernetz, ne? Hier sind ganz viele Lasernetze, man sieht's. Und wir sehen auch, wo wir theoretisch landen können. Sprich, wir könnten da unten bei der Statue hin, wir könnten da in die Mitte, ne? Ihr seht schon, ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß halt auch nicht, ob man das Ding deaktivieren kann. Deswegen, wobei, ich glaube doch, man kann es deaktivieren. Festbeleuchtung incoming, geil. So, hallo. Lalali, lalalu, lalali. Die Sache ist die, ich muss ja nicht, ne? Ich muss ja nicht jeden hier wegsnacken, der mir über den Weg läuft. So ist es ja. Das Licht. Junge. Medikit, geil. Habe ich davon eigentlich noch mehr als genug? Wie viel? Oh Gott. Nee, warte. Nee, so. Eins, okay. Also wir können die quasi nicht mitnehmen von den anderen Level her. Gut, zu wissen. Okay. Wir kommen hier nicht. Es wäre halt schon cool, wenn man hier irgendwie, ne, hochkommen könnte. Aber ich müsste halt dann überlegen, wofür brauche ich es denn? Wofür brauche ich es denn? Ich liebe das Schießen auf Gegenstände. Einfach nur genial, wenn es nicht trifft.
Ist immer schön zu sehen. Also Waffengewalt nur dann, wenn es angebracht ist, beziehungsweise wenn es auf Dings hinausläuft. Nach dem Motto, wir müssen Lichter ausschalten, weil ansonsten, also erschießen will ich niemanden. Wow, das war mies. Alter. So, jetzt ab. Und ja, wir müssen. Was zur Hölle? Nein. Oh mein Gott. Wie konnte das geschehen? Wie konnte das geschehen? Was denn? Was konnte denn geschehen? Was konnte denn geschehen? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Da ist auf jeden Fall der Fahrer. Den Fahrer müssen wir... Ups. Hey! Oh mein Gott, wer sind Sie? Die Sau wollte Alarm schlagen, finde ich nicht gut. Alarm schlagen ist nicht cool, man kennt's. Was macht man nicht? Das ist nicht gut. Warum reagiert er? Wir wissen ja, wo er ist. Ob das klappt. Hey! Na toll, das ist natürlich wieder super Timing, dass der genau dahin läuft, wo er nicht hinlaufen soll. Ey, Vater, du musst nicht da lang. Wo gehst du denn hin? Wohl. Warte mal. Ist die kaputt? Natürlich ist die nicht kaputt, ne? Gehen die kaputt?
wohl nicht. Och nö, warum kommt denn da jetzt, warum ist denn da jetzt noch so ein zwei Hampel mit dabei? Bin ich jetzt nicht gut. Okay, gut, das lief nicht so gut wie gedacht. Die Frage ist halt wirklich, wo kam jetzt dieser Security-Typ her? Nein, also Lichter können wir nicht ausschließen. Das haben wir jetzt bereits herausgefunden. Das klappt nicht. Die Kamera ist. Ja, den Typ muss ich ausnehmen. Ja, so ist fein, so ist fein, so ist fein. Ernsthaft. Hey! So nämlich. Was zur Hölle? Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Bekomme ich das Gefühl, dass du lügst, mache ich das. Oh. Für wen arbeitest du? Vyacheslav Grinko. Erzähl mir von ihm. Er war mal ein Spetsnaz. Aber jetzt ist er Söldner. Er arbeitet für Präsident Nikolatze. Wo finde ich Grinko? Er trifft sich mit Messi. Beim Aufzug. Auf dem Hof. Wer ist Messi? Philipp Messi ist so ein Computer-Heini. Er hat Zutritt zu Nikolazes Büro. Worum geht es bei dem Treffen? Ich weiß es nicht. Ich schwöre, es muss was Ernstes sein, wenn Nikolatze Grinko persönlich sehen will. Du solltest unsere kleine Unterredung jetzt vergessen. Ich verstehe. Gut. Warum sollte ich dir glauben? Wenn dies erfahren, bringt Grinko mich um. Und du hast Angst vor Grinko? Gott, ja! Ich schwöre, ich habe sie schon vergessen. Gut, das wollte ich schon. Dankeschön. So. Ja, oh. Ich will wissen, was Grinko und Messi beim Aufzug besprechen. Um dorthin zu kommen, muss ich das Lasernetz deaktivieren. Dann mach es. Ja, ist ja gut, Mensch. Infiltrieren Sie den Schildflügel des georgischen Verteidigungsministeriums. Jawohl. Mach ich gleich. Geht gleich los. Immer ein ruhiges Machen hier, ne? Erstmal haben wir die ganzen Notizen, wir haben Infos bekommen, Bild von Messi und von alias Crystal Ninja Sebre Marvin Kurzweil. So, jetzt können wir einfach mal rumrennen, weil wir ja nicht entdeckt werden. Ne? Wir können jetzt hier schön. Scheiße, jetzt hat es jemand gehört. Ne? Mal gucken. Kommt da jetzt jemand? Ganz ruhig, Brauner. Alles wird gut. Oh, schlaf schön. Okay. Hat er irgendwas für mich? Nee. Hat nichts. So eine Sauerei. Ja, jetzt können wir halt ein bisschen schneller machen, ne, weil wir halt jetzt Ruhe haben. So. Was haben wir hier? Können wir hier hoch? Hier hoch können. Oh, geil. Ja, das ist okay. Wir können uns festhalten. Wir können das machen, aber was. Ach, können wir hier hin? Können wir? Nein. Okay, cool. Dann gehen wir wieder, ne? So, tschüssi. Schön. Muss man natürlich wieder aufpassen, weil hier. Oh, ist bloß der eine? Ist das bloß der eine oder verarscht er mich jetzt? Also ich höre zumindest keine Kamera im Hintergrund. Hab dich. Aha.
Also ich muss sagen, in den späteren Teilen wird es im Sinne von Körper nehmen und Dinge tun, wird es in den späteren Teilen noch viel amüsanter. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, in Teil 3 ist es richtig gut gemacht. Da kann man schön viel Zeug machen. Was man normalerweise nicht machen sollte, aber ja. Die Möglichkeiten sind unbeschreiblich. Sagen wir es mal so. Gut, weiter geht's. Also, wir sind da. Wir müssen da rein, weil da wird der Typ. Bevor ich da hingehe, machen wir erstmal den hier. Speisestick genommen. Okay, Informationen. Oh Gott. Okay, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das lese, schreibt es mir gerne. Die Sensoren des Lasernetzes im Hof lassen sich vom Computer in der Haupthalle des Südflügels aus deaktivieren. Gut, das ist schön. Und ich glaube sogar, diese Mission mit dem Laser-Mikro ist... Oh, können wir nicht öffnen? Okay, Chefkoch ist da. Ich brauche hier unten einen Oberst. Wir müssen durch einen Retina-Scanner. Ich habe Oberst Kobiaschwili auf Patrouille. Soll ich ihn zu dir schicken? Bloß nicht. Ich hasse den Kerl. Wir finden schon einen anderen. Okay, nur Offizieren können mit Retina-Scanner verschlossene Türen öffnen. Sprich, wir müssen jemanden gefangen nehmen und müssen ihn... Shit. Kann ich eigentlich? Aber ja, ihr habt ihn gerade schreien gehört, ne? Normalerweise wäre ich jetzt tot. Und wir haben ein neues Spielzeug, einen Einweg-Dietrich. Den könnten wir aktivieren und dann macht er einfach mal den hier und die Tür ist offen. Perfekt. Ist halt auch was Schönes, ne? Kann man auch mal probieren. Ich brauche hier unten einen Oberst. Wir müssen durch einen Retina-Scanner. Ich habe Oberst Kobiaschwili auf Patrouille. Soll ich ihn zu dir schicken? Bloß nicht. Ich hasse den Kerl. Wir finden schon einen anderen. Okay. Jetzt keinen Scheiß bauen. Gut, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich darf mich jetzt nicht wieder verdrücken, weil sonst ist es vorbei. So, erstmal kurz die Mission wegmachen. Wunderbar. Okay. Gut, wir haben hier einen Typen und wir haben einen Chefkoch. Nehme ich mal an. Und ich muss da lang. Wow, voll der Move. Move. So, was haben wir? Infiltrieren Sie den Südflügel, genau. Ich dachte, die Küche sei geschlossen. Ist ein besonderer Befehl von Oberst Kobiaschwili. Ja, ausgezeichnet. Darf ich? Bitte. Danke. Ich danke. Gucken wir uns mal hier im Kühlhaus um, ne? Ich hoffe, jetzt passiert nichts, weil ich das ausmache.
ist halt Kühlhaus. Man sieht es halt Kühlhaus, neblig, alles vernebelt. Gucken, ob das klappt. Ich muss zumindest dafür sorgen, dass beide... Was ist denn das jetzt für eine... Hey, mach das Licht wieder an! Wer ist da? So, das hat funktioniert. Finde ich gut. Man muss halt nicht je... Ernsthaft? Wer war das? Ich weiß halt nicht, ob der jetzt wiederkommt, ne? Wenn ich sage Licht aus, dann bleibt das Licht aus. So nämlich. Okay. Hier da unten ist einer. Ja, bestimmt sind da mehrere. 100 pro ist da mehr als nur einer. Kannst du mir nicht erzählen, dass das... Ja, siehst du? Ist auch schon. Wann... Oder nee, doch. Ich wollte gerade sagen, lustig ist es, der steht genau davor, dass ich ihn nicht packen kann, aber er steht gar nicht davor. Sondern er steht genau so, dass ich ihn packen kann und wegwerfen kann. Zumindest... So. Erstmal schön schlafen legen. Das ist fein, ne? Der da unten steht auch gut. Da unten ist noch einer. Also sind noch zwei übrig. Okay. Weiß ich Bescheid. Der könnte mich sehen. Der könnte mich sehen. Gleich geht's schief. Achtung. Achtung, Achtung. Okay, hat geklappt. Cool. Ist das der Typ mit dem Retina-Scanner? Das ist halt die Frage. Ist das der Typ? Jawohl, das ist er. Sehr gut. So, mein Kollege. Wir haben es noch nicht sehr dunkel, noch ist es hell. Ich muss dich noch vorbeikommen, Chess. Alles noch zu hell für meinen Geschmack. Na, mal gucken, was passiert. Okay, das haben wir. Da kommt ein Oberstfischer. Schnapp ihn dir. Er muss bei Bewusstsein und kooperativ sein, damit er den Retina-Scanner für die Tür zum Hof bedienen kann. Woher weißt du das alles? Es ist mein Job, alles zu wissen. Okay. Infiltrieren Sie Ostflügel im Ministerium. Deaktivieren Sie das Lasernetz im Hof. Sehr gut. Hä? Wieso geht die Tür... Und jetzt noch einer? Nee, ne? Ah!
Okay, versuchen wir nochmal unser Glück. Ich finde es halt schön, er sagt... Ich will nicht sterben! Oh, scheiße, da ist ja wirklich jemand. Okay, okay. Gut. Gut, das lief nicht so gut. Okay, ganz ruhig. So. Also war es nicht der richtige Typ. Schade. Es wäre so gut gewesen, ne, wenn es der gewesen wäre, aber... Es kann nicht immer perfekt laufen. Man kennt's. Ihr könnt auch mal gerne in die Comments schreiben, wie oft habe ich gespeichert. Einfach mal so random, ne? Einfach mal reinschreiben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, dreht er sich nochmal um? Sehr gut. Also ich schalte jetzt erstmal alle aus, nur damit ich dann den Typen in Ruhe finden kann, festhalten kann. Weil wenn ich ihn jetzt umboxen würde, ist das Problem, ich kann den mit dem Scanner nicht mehr nutzen, ne? Ihr wisst selber, wie es ist. Schlaf schön. Wunderbar. Da kommt ein Oberstfischer. Schnapp ihn dir. Er muss bei Bewusstsein und kooperativ sein, damit er den Retina-Scanner für die Tür zum Hof bedienen kann. Woher weißt du das alles? Es ist mein Job, alles zu wissen. Ich bin Lambert. Ich weiß alles. Ich weiß alles und auch nichts. So, jetzt müssen wir warten, bis der Typ kommt. Kann ich? Wow. Nice. Also die Lampen sind schon ziemlich sick, ne? Also du schießt einfach mal drauf, nichts passiert, perfekt. Solche Lampen will man gerne haben. Unzerstörbar. Also man prügelt mit irgendwas drauf. So, die Frage ist jetzt, wo ist der Typ? Der müsste doch von hier oben kommen. Das Dumme wäre halt nur, ich müsste ihn... von hier oben dann ein bisschen runterschleppen und das will ich nicht. Komm schon. Ja, so ist doch. Mensch, das ist doch. Oh, hallo. Bist aber fein, ne? Ja, bist fein. Schön. Schön langsam, ne? Ganz ruhig. Oh, ich muss einmal mal deine Klotzis da drauf. So schön, ne? Aktivieren mal bitte. Hast du fein gemacht, ne? Hast du fein gemacht. So, jetzt darfst du schlafen gehen. So, schlaf schön. Oh, eine Tasche. Oh, danke schön. Medikit. Dankeschön, der Herr. Ach, ich dachte jetzt, die Tür geht nicht mehr auf. Das wäre so böse, ne? Oh, Kamera. Kamera nicht gut. Wow.
Okay. Adala hatte ich absichtlich nochmal, weil das war Bullshit. Nee, das ist ja nicht wahr. Zwei Schüsse und das Ding. Ich will halt nicht unbedingt, dass man sieht, dass die Kameras kaputt sind, ne, wenn ihr versteht. Oh, es geht los. Okay, Lasermikro. Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Messi sagen, ehe sie oben sind. Ihr Wilden! Habt ihr das etwa mit Zangen rausgerissen? Wir hatten Probleme mit Blausteins Chip. Wie du siehst, kleben immer noch Muskelfasern dran. Ganz schön eklig. Du hast den falschen Job, wenn du kein Blut an die Hände bekommen willst. Was immer Nikolaj in Aserbaidschan auch macht, hat er selbst zu verantworten. Du bist also nur Werkzeug? Du bist ein Werkzeug. Ich bin die Hochtechnologie, der reine Machmann. Blut klebt an deinen und Nikolajs Händen. Meine sind sauber. Und es ist... Ist was? Sauber. Aserbaidschan? Klar, Alter. Die Operation ist gottverdammt absolut sauber. Bis auf die Dateien, die Nikolaj auf seinem Rechner hat. Du musst mit ihm endlich darüber reden. Klingt, als hätten wir die Implantate gefunden. Ich bekomme ein schlechtes Gefühl, wenn die bösen Jungs blutige Witze reißen. Ich werde dieses Gespräch direkt an die Führung weiterleiten. Wir werden noch mehr brauchen. Nikolajs Computer. Erraten. Geh in sein Büro und aktivier den Computer. Der Alarm braucht dich nicht mehr zu stören. Wir agieren jetzt im Rahmen der Fifth Freedom. Geil. Geil, der Fifth Freedom. Okay, infiltrieren Sie den Nordflügel des georgischen Verteidigungsministeriums, hängen Sie Nikolajs Computer in seinem Büro. Mhm. Der Beweis, die Beweise gegen Gringo befinden sich auf seinem Computer. Ein Offizier im Scanner. Okay, cool. So, jetzt haben wir den Typen. Okay, jetzt können wir Fifth Freedom. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Wir können jetzt alle unboxen, wir können jetzt alle wegwerfen, wie Stückfleisch. Wer ist da? Natürlich möchte ich das aber nicht gerne machen. Also ich will trotzdem versuchen, safe zu spielen. Zumindest so halb. Ich glaube, oh mein Gott! Aus dem Weg! Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, unidentifizierte Gegner! Kann ich das machen? Wer ist da? Gut, das geht. Jetzt kommt bestimmt der von hinten. Was ist hier los? Okay, das war so witzlos. Alter, das ist doch nicht wahr, Mann. Du willst mich doch verarschen. Ich so. Glaube, ich habe... Wie konnte das geschehen? Was ist hier los? Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Wer ist so. Da? Oh! Okay. Ich warte einfach ab, was passiert. Er dreht sich. Oh mein Gott! Ich glaube, wie konnte das geschehen? Alter,
Shit. Nö, nö, bitte nicht, bitte dreh dich. Wer ist verstanden? Ich glaube, ich hab was. Oh. Wer ist da? Das ist nicht gut. Junge, Junge. Vielleicht ist es besser, dass ich nichts sehe. Okay, wunderbar. Wir haben es geschafft. Wir sind drin. Es speichert. Perfekt. Finden und hacken Sie Nikolazis Computer. Jo. Mach ich. Okay. Okay, wir merken uns, da kommt. Ach so, stimmt, da oben ist ja der Timer. Das Gute ist, wir haben auch einen Türspion, ne? Flexi-Dings. Nein, das Falsche. Nein, hallo? Kann man das nicht? War das nicht das? Ja, flexible Optik. Damit können wir quasi gucken, ob, na, wer halt hier hinter der Tür ist. Ja, wie zum Beispiel die beiden Soldaten dort. Die jetzt laufen, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die wieder verschwinden oder ob die bleiben, weil das ist blöd, wenn die jetzt nicht verschwinden. Das lief doch gut. Das lief doch sehr, sehr gut. Genau, jetzt haben wir das. So. Okay, Kamera. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht, wo sie ist. Okay, das müsste gehen. Ich müsste da lang gehen. Scheiß drauf. Bam. Oh Gott. Da war doch gerade jemand. Sticky Stickman? Okay. Okay.
Treppen, hier ist jemand. Ein Codeblocker. Wir haben keinen Code. Wir können nicht hacken. Also wir haben keine Notizen, oder? Nee, haben wir nicht. Gut. Okay, dann müssen wir an der Kamera vorbei huschen. Ich finde es halt super, dass der Automat perfekt passt. Ja, dass die Kamera das quasi nicht sieht, was wir hier machen. Ich gucke noch mal kurz, habe ich hier irgendwas übersehen? Ah, guck mal. Guck mal hier oben. Aber, nee, oder? Ich komme doch nicht da hoch. Warte mal. Weil das habe ich, also wie, ne? Wie gesagt, jahrelang nicht gespielt und einiges hat man halt nie wirklich groß probiert, weil man halt froh war, wenn man es irgendwann geschafft hat. Aber hier im Let's Play kann man das ja alles gerne mal etwas anders machen. Da kann man gerne mal sich genauer umgucken, um zum Beispiel sowas hier zu finden. Einfach mal eine Möglichkeit. Oh Scheiße, Kamera. Fuck, fuck, fuck. Ich wollte gerade sagen Bullseye, aber Bulls kein Ei. So, einmal knacken bitte. Sammy, Sam. Nein. Sam, knack, knack. Okay, gut, das funktioniert nicht. Man kann nicht jede Tür. Ist das der Ausgang? Okay, ich nehme mal an, das ist für später. Aber gut, wir hätten jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, entweder wir suchen uns den Türcode oder wir bahnen uns eben einen Weg so durch den Raum. Das ist natürlich super, ne? Da kommt jemand. War vielleicht doch nicht. Oh. Okay. Das sind drei Stück. Das ist ja mies. Die alle einzeln auszuschalten, weiß ich nicht, ob das gut ist. Hab was gehört. Oh Gott! War denn das? Mal gucken. Nein. Ist
Ihr dummen Hunde. Also, ne, finde ich nicht gut, dass sie da einfach wieder rein rausgehen. Vielleicht war das nur ein Schatten. Was ist, wenn ich... Da schießt jemand auf mich! Hallo, gehen die überhaupt kaputt, die Lichter? Das ist ja... Holen ist das. Habe ich irgendwas zum Werfen? Oh, Muni. Nice. Ja gut, Schloss klemmt. Das heißt ja schon nach dem Motto, es wird nichts. Okay, kann ich das hier zerschießen? Da kommt jemand. Wer sind sie? Sie sind... Wer sie sind? Sie sind der Tod. Der Tod. Hab was gehört? Ich will bloß einen von euch haben, Leute. Könnt ihr nicht alleine kommen? Habt ihr so viel Panik, dass ihr zu zweit kommen müsst? Ernsthaft? Diesen Typen will ich haben. Dankeschön. Beide was gehört. Was war denn das? Wenn die gleiche Taktik jetzt nochmal funktioniert, dass beide gelaufen kommen und ich den von hinten so schön festhalten kann. Das wäre natürlich. Scheiße, Licht. Oh ja, Dunkelheit ist gut. War vielleicht doch nicht. Kann ich irgendwo Licht ausmachen? So. Okay. Okay. Also wir haben gar keine Möglichkeit gehabt, ins Dings reinzukommen mit dem Türcode. Sprich, das hier ist alles umsonst gewesen. Wir haben nur Informationen gesammelt, was gut ist. Weil Informationen sind immer wichtig, richtig. Und ich hoffe mal, er findet die Leichen nicht. So. Sehr gut. Ja, man hört, wie er die Türen aktiviert. Erstmal eben abseilen. Oha. Ich brauche Verbandzeug. Hier ist ein Verletzter. Shit. Also ich muss... Na gut, im Endeffekt muss ich ja gar nicht da reingehen, weil die Informationen brauchen wir ja so nicht. Da ist ja jetzt nichts Wichtiges, wo ich sagen würde, jo, das muss sein.
Aber es ist halt immer besser, die Körper... Vielleicht war es nur ein Schatten. Das kann ich mir nämlich nicht leisten, dass jemand entdeckt wird. Und wenn es nur ein Körper ist. Auch wenn der noch lebt. Sehr schön. Legt euch schlafen. Ruht euch aus, Kollegen. So, jetzt mache ich noch einen Run. Ich will gucken, ob ich die beiden jetzt kriegen kann. Irgendwie. Hab was gehört? Jo. Müsste ja theoretisch von hier sein. So. Genau, dreh dich. Oh Gott! So, das war die Mütze. Hui, da kommt jemand. Kommt jemand. Hallo. Nein. Hey, hier. Hallo. Willst du mich verarschen? Warum kommst du von Jetzt kommt er. Okay, die haben nichts. Der ist halt auch zu blöd, ne? So, nämlich. So. Weil jetzt ist es egal, da kommt jetzt eh keiner hin, um zu gucken, was mit denen los ist. Glaube ich zumindest. Okay, Notizen haben wir. Wir speichern nochmal. Und es geht los. Abseits. So. Wir können runtergehen, ne? Oder? Ne, wir können nicht runtergehen, wir können nicht weiter. Warte, das. Fand ich ein! Okay. Ist nur logisch, aber war trotzdem nicht so gut. Wie konnte das passieren? Ein Eindringling! Was gehört? Was war denn das? Feindliche Einheit! Das ist seltsam. Wow.
Wow, das Glas bleibt ganz wichtig. Feind wird angegriffen. Okay. Ja gut, wie gesagt, im Endeffekt, jetzt ist es ja, glaube ich, wie es gesagt worden ist, egal, ne? Mit Fliegen und so. Ein Eindringling. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass sich das Fenster vielleicht öffnen lässt. Also nicht das Fenster, aber... Ja gut, nee, Fenster ist es ja keins, es ist ja nur Glas. Stimmt, ist ja noch klar. Da öffnet sich nichts. So, wenn ich das jetzt mache. Hab was gehört? Was war denn das? So. Feind wird angegriffen. Wer sind Sie? Wer ist da? Kommen Sie heraus! Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf! Wir haben Sie umzingelt! Wer sind Sie? Wirklich, es geht darum, unauffällig zu sein. Das sagst du mir jetzt. Nachdem es im Endeffekt egal ist, ob wir Alarm schlagen wegen Fifth Freedom, weißt du, und jetzt kommst du mir mit Aufmerksamkeit. So. Okay, also mir bleibt im Endeffekt nichts übrig, als dem Typen in den Kopf zu schießen. Was halt schade ist, aber mal gucken, vielleicht gibt es da einen Bonus. Mal sehen. Bonus. Bam. Ja. Scheiße. Wow. Ich wollte es nicht tun. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Wenn es eine Möglichkeit gäbe oder gibt, dann gerne. Mein erstes Opfer. Mein erstes richtiges Opfer. Okay, Stick. Okay. Und der Computer. Oh, verdammt. Was empfangt ihr? Schlechte Nachrichten. Übertrage weiter. Mal sehen, was sonst noch kommt. Was ist los? Leichen. Flüchtlingslager. Die hatten schon seit Wochen Kommandos in Aserbaidschan. Wie konnten wir die nur übersehen? Sende weiter. Alarm! Alle Mann auf ihre Posten! Eindringlinge in Nikolases Büro! Aufwachen, ihr Schweine! Ich will hier sofort Leute haben! Gringo! Ich habe drei Mann, die kurz davor sind, in Nikolases Büro einzudringen! Durchkämmt den Sektor! Marsch! Ja gut, das gehört jetzt zum Spiel dazu. Fischer, wir brauchen den Rest der Dateien von Nikolases Computer. Das Zeug geht direkt an den Präsidenten. Es könnte zu einem Militärschlag kommen und wir brauchen wasserdichte Informationen. Ja und? Das heißt? Das heißt für mich jetzt, ich muss mir den Arsch aufreißen, um da noch ranzukommen. Datentransfer von Nikolases Computer beenden. Das war's. Gott sei Dank. Was geht da vor sich? Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber Nikolaze schlachtet sich systematisch durch ganz Aserbaidschan. Und wir haben nichts davon gewusst? Niemand wusste es. Was hat er vor? Du kannst dir die Nachrichten später ansehen. Triff Wikes und lass dich da rausholen. Okay. Treffen Sie sich mit Wikes in der Tiefgarage, um das Einsatzgebiet zu verlassen. In der Tiefgarage. Ach hier. Kann ich da jetzt einfach so abhauen? Nikolaus Büro ist sauber. Wir bewegen uns in Richtung der Feindliche Einheit. Wer ist da? Kommen Sie heraus. Nein. Nein. Wir haben Sie im Finger. Warum wurde nee, Quatsch. Nee, sorry. Sorry, das war mir zu blöd. Das will ich nicht. Ich will das ordentlich beenden. Das war's.
Gott sei Dank. Was geht da vor sich? Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber Nikolaze schlachtet sich systematisch durch ganz Aserbaidschan. Und wir haben nichts davon gewusst? Niemand wusste es. Was hat er vor? Du kannst dir die Nachrichten später ansehen. Triff Wikes und lass dich da rausholen. Aber hier ist ja niemand, ne? Nikolazes Büro ist sauber. Wir bewegen uns in Richtung der hinteren Gangway. Okay, also wir müssen... Meldung! Warum wurde der Eindringling nicht gefasst? Haben wir Männer bei der hinteren Treppe? Bin kurz vor der Treppe! Okay, gut, wir hatten es richtig gehabt. Grüße. Was um Himmels Willen hast du da gefunden, Mann? Lambert flippt völlig aus! Was sagt er denn? Dass wir in den Krieg ziehen. Yeah, Mission erfüllt. Ich freue mich. Ja, das lief ja relativ gut, ne? Wir haben es gut gemeistert. Wir haben es geschafft. Georgische Verteidigungsministerium Telfy-Gebornien. Dateien von Präsident Nikolazes Computer zeigen, dass dieser eine Terror... Kampagne gegen Aserbaidschan führt. Während die Einsätze mit den Mitteln gezielter Desinformationen verschleiert wurde, haben georgische Spezialeinheiten das an ölreiche Nachbarland fast völlig unterworfen. Diese Informationen ermöglichen eine NATO-Intervention im Kaukasus. Ja. Und dann würde ich sagen, das war, ich glaube, jetzt müsste ein Video kommen, ne? Aber ich würde sagen, wir machen hier, würde ich sagen, das war eine weitere Folge Let's Play Splinter Cell. Wir haben uns relativ gut geschlagen, muss man sagen. Ich versuche vielleicht beim nächsten Mal nicht so oft zu speichern, zu laden, aber ihr wisst selber, wie es ist, ne? Wenn man versuchen will, etwas gut zu machen, etwas perfekt zu machen, was am Ende nicht klappt, ne? Versucht man es trotzdem immer wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, na, lasst es mich gern wissen. Lasst mir gern einen Kommentar da oder eben ein Like. Ich werde nochmal gucken, ob ich das mit den Videos etwas anders hinbekomme, dass das vielleicht ordentlicher läuft. Und wir sehen uns dann, ja, hier wieder bei der nächsten Mission, wenn wir dann, glaube ich, auf die Ölboje gehen. Aber wie gesagt, ich bin da gerade nicht so sicher. Ich könnte jetzt Feuer drücken, aber wie gesagt, es würde ein Video abgespielt werden und dann wäre schon die nächste Mission am Start. Ne? Deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.